Hallo, herzlich willkommen zum Naturerkundekanal. Im Naturerkundekanal dreht sich alles darum, wie Sie mit natürlichen Mitteln Ihre Gesundheit erhalten, Krankheiten vorbeugen oder heilen können. Ich möchte Ihnen gerne Tipps oder Anregungen dazu geben, wie Sie Ihre Gesundheit in Ihre eigenen Hände nehmen können. Denn dort gehört sie hin, in Ihre Hände. Mein Name ist Andreas Kallmeier und heute geht es um Teil 4 zum Thema rheumatoide Arthritis oder generell Rheumabehandlung. Was können Sie tun? Was kann helfen? In der letzten Folge ging es um Heilpflanzen, Heilpilze und dergleichen. Heute geht es eher um Nahrungsergänzungsmittel, die jetzt nicht unbedingt einen pflanzlichen Bezug haben. Fangen wir gleich mal an in medias res. Der erste Stoff, den man nehmen sollte bei Gelenksproblemen, Gelenkserkrankungen im allgemeinsten Sinn. Das kann auch eine Arthrose sein, also eine chronische Abnutzung. Ob sie nun vorzeitig oder dem Alter entsprechend geschah, ist dann egal, ist das Chondroitinsulfat. Das Chondroitinsulfat ist eine Zuckerverbindung, die Flüssigkeit im Körper bindet und dafür sorgt gewissermaßen, dass die Gelenke bei Beanspruchung entsprechend abgefedert werden. Dazu sollte zu bemerken sein, dass auch egal wie schwer es fällt und wie schmerzhaft es sein mag, es bei einer Arthrose und bei allen anderen Gelenksproblemen wichtig ist, sich in Maßen zu bewegen. Also jetzt bitte keinen Marathon laufen, weil Sie meinen, Sie müssen sich bewegen, aber Sie müssen sich bewegen. Gelenke bekommen nur dadurch Gelenksflüssigkeit, dass sie in Bewegung sind, durch diese Kompression, die sie dabei haben, wenn sie zum Beispiel gehen oder so. Der zweite Stoff, der meistens oder in Synergie mit dem Chondroitinsulfat gegeben wird, ist das Glucosamin. Dies ist ein sogenannter Aminozucker, also an Aminosäuren ein Zucker dran gehängt. Und dies ist ein lebenswichtiger Baustein für Knorpel, Bänder und ähnliche Strukturen. Auch für Bindegewebe, Arterienwand etc. Also es hat sehr vielseitige Anwendung, eben auch als Knorpelschutz zusammengenommen. Dann die sogenannte Hyaluronsäure, das ist ja etwas, das kennen Sie vielleicht, das nennt man auch gerne zur Faltenunterspritzung, weil es eben im extrazellulären Bereich sehr stark vorkommt. Es ist aber auch gleichzeitig etwas, was nicht nur in Falten gespritzt wird, sondern auch Ärzte mitunter in Gelenke reinspritzen, wo ich persönlich sehr, sehr vorsichtig wäre, dass eben dabei keine Infektion entsteht. Und dort hilft es halt, Knorpel aufzubauen. Teilweise gibt es aber eben auch Hyaluronsäurepräparate, die man oral einnehmen kann, also in Form von Tabletten, die dann durch die spezielle Zubereitungsform dennoch im Knorpel ankommen und dabei helfen, den Knorpel wieder aufzubauen oder zumindest zu schützen. Dann kann man Ähnliches erreichen mit einem sogenannten Kollagenhydrolysat. Dies wird letztendlich aus Knorpeln von Tieren gewonnen, entsprechend aufbereitet, sodass man das eben zum Beispiel in ein Smoothie oder Ähnliches mit hineinpacken kann. Dann haben wir das MSM, das sogenannte Methylsulfonylmethan. Es hat ja also nichts mit dem klassischen Methan zu tun, das aus der Erde kommt, aber es ist natürlich ein Methan, ist ein Baustein in diesem Stoff. Dieses ist ein sehr wichtiger Schwefelträger und Schwefel ist etwas, das wir nahezu lebensnotwendig benötigen. Fast alle Aminosäuren, Entgiftungen etc. benötigen in ihrem Molekül Schwefel. So ist auch MSM ein Teilvorläufer des Glutathions, was ein ganz wichtiges Entgiftungsenzym im Körper ist. Es ist wichtig und wirkt als Antioxidant dementsprechend. Es ist wichtig fürs Immunsystem. Es kann bei Allergien helfen, bei Arthrose, bei Knorpel- und Gelenksproblemen im allgemeinen Sinne, sowohl in der Vorbeugung als auch in der Heilung. Dann haben wir das SAM, S-Adenosylmethionin. Dies ist auch ein Vorläuferstoff, der ein relativ breites Spektrum hat. Das ist ein Coenzym, das bei vielen Prozessen mit verwendet wird, ohne eben dabei normalerweise aufgebraucht zu werden. Aber wie das mit fast allen Enzymen so ist, je älter wir werden, wird auch dieses eben verbraucht und muss eben mitunter neu produziert oder neu zugeführt werden.
Es ist bei der sogenannten Synthese, Biosynthese von Lipiden und Neurotransmittern, also fürs Gehirn entsprechend, wichtig. Es kann eingesetzt werden, dazu gibt es klinische Untersuchungen bei Krebs, bei Alzheimer, bei Depressionen und bei Arthrose zum Beispiel. Und auch eben bei rheumatoider Arthritis, was ja letztendlich zu einer Arthrose irgendwann führt, weil die Gelenke eben abgenutzt und zerstört werden. Dann haben wir einen Stoff, der für mich relativ neu war, den ich auch erstmal selbst in nächster Zeit ausprobieren muss, ohne dass ich jetzt Beschwerden habe. Wahrscheinlich werde ich deswegen noch nicht viel merken, aber ich bin einfach mal neugierig. Sogenannte Laminine. Dies sind Stoffe, die aus einem Teil der Eierschale, die aus Hühnerembryonen gewonnen werden und die schon vor irgendwie 20, 30 Jahren gezeigt haben, dass sie wie eine Art Jungbrunnen auf den Körper wirken und Regenerationsprozesse in Gang setzen. Diese können also nicht nur bei rheumatoider Arthritis angesetzt werden oder Rheuma allgemein, sondern der Anwendungsbereich scheint weit darüber hinaus zu gehen, bei schweren Erkrankungen wie Krebs oder auch mentalen Problemen, Parkinson, Alzheimer etc. Würde ich es einfach probieren, wenn das Geld da ist. Sie sind nicht ganz billig. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Ich selbst kann Ihnen noch keine Erfahrungswerte nennen. Von dem, was ich recherchiert habe, scheinen sie eine ziemlich gute Wirkung zu haben auf viele chronische Erkrankungen. Sie machen sie nicht weg, aber sie helfen den Zellen, sich so weit zu generieren, dass man durchaus auch als Alzheimer-Patient unter Umständen mit viel, viel weniger Tabletten wieder auskommt oder vielleicht sogar mit gar keinen Tabletten. Was haben wir noch? Dann haben wir das DMSO, ein Stoff, über den ich schon seit Jahren irgendwie mich informiert hatte, aber es nie wirklich benutzt habe. Er wirkt abschwellend, entzündungshemmend und hat quasi eine Vielfalt von Wirkungen. Sie können ihn pur benutzen, indem Sie zum Beispiel auf Narbengewebe draufstreichen, das draufstreichen auf Wunden, die frisch entstanden sind, dann hilft es bei der Wundheilung. DMSO wirkt wie ein Radikalenfänger an der Stelle. Es kann bei Schmerzen benutzt werden, bei Entzündungen. All diese Anwendungsbereiche sind möglich. Es wird sogar gerne mal gesagt, dass es sicherer ist als Aspirin, wenn es um Schmerzen geht. Und das soll bei akuten Schmerzen sehr, sehr schnell wirken. Man stellt sich diese Lösungsregel selbst her. Also man kann fast 100%ige, also fast reine DMSO-Lösung ganz normal im Internet erwerben. Da ist nichts Schlimmes dran, nichts Verwerfliches. Ist ein völlig legaler Stoff. Und dann mischt man das halt entsprechend der Konzentration, die man gerne hätte, mit destilliertem Wasser. Vorsichtig, wo Sie es abfüllen, bitte nur in Glasgefäße, auch nur in Glasgefäßen mischen, da DMSO mitunter Plastik auflösen kann. Nicht jedes Plastik, bestimmte Hartplastikformen sind da stabil, aber da sollten Sie ganz vorsichtig sein. Ferner ist DMSO ein Wirkstoff, der anderen Wirkstoffen sozusagen die Türen öffnet und sie hineinbringt. Das kann man sich zunutze machen, indem man zum Beispiel DMSO Feuer einreibt und danach zum Beispiel als Rheumapatient Kittersalbe drauf tut. In der Kittersalbe ist Beinwellextrakt drin, ist also nur ein Markenname letztendlich, es geht aber ums Beinwellextrakt. Und dadurch geht dann natürlich das Beinwellextrakt noch besser in den Körper hinein. Können Sie mal ausprobieren, ich habe es noch nicht probiert. Ich habe es dann eher pur benutzt oder eben mit Magnesiumchlorid, aber da komme ich gleich zum Schluss noch zu, für äußere Anwendungen. Ja, dann haben wir Omega-3-Fettsäuren, ganz wichtig, der Klassiker, wenn es um Entzündungshemmung geht. In der Regel durch unsere Ernährung haben wir meistens viel zu viel Omega-6-Fettsäuren oder sogar noch schlimmer Transfettsäuren in unserer Ernährung. Also wenn Sie einen Burger essen etc., dann sind Sie gesättigt mit den falschen Fettsäuren. Die richtigen Fettsäuren, also die entzündungshemmend wirken, haben wir eher zu wenig. Was nicht heißt, dass man jetzt nur Omega-3 zu sich nehmen soll und futtern sollte. Es ist immer ein Gleichgewicht. Aber unser Gleichgewicht ist viel zu stark in die andere Richtung verschoben, also Omega-6-Fettsäuren und viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Und die Omega-3-Fettsäuren brauchen wir für die Zellstabilität, für die Zellwände. Da kann ich nochmal ein extra Video zu machen, weil es ist so umfangreich, das Ganze, ähnlich wie beim DMSO. Sie können es bei Alzheimer einsetzen, bei ADHS und so weiter und so fort. Ja, dann haben wir
Gamma-Linolensäure. Dies ist jetzt paradoxerweise eine Omega-6-Fettsäure, über die ich ja gerade gemeckert habe und die ich ja gerade gesagt habe, die sollten Sie nicht nehmen. Dies ist aber eine spezielle Form der Omega-6-Fettsäure, also nicht das, was in den üblichen Lebensmitteln drin ist. Es ist zum Beispiel drin in Nachtkerzenöl, in Borotschöl, in Weizenkernöl. Und wie oft nehmen Sie das zu sich? Wahrscheinlich nicht so oft, also es ist nicht so der klassische Vertreter, den Sie tagtäglich im Essen haben. Es wirkt sehr gut zur Unterstützung des Nervensystems, bei Entzündungen und auch durchaus paradoxerweise, obwohl sonst Omega-6-Fettsäuren eher entzündungsfördernd sind, wirkt dieses auch entzündungshemmend. Dann haben wir das Kolostrum. Kolostrum ist im Grunde die Milch, die Muttermilch, die unmittelbar nach der Geburt von dem jeweiligen Muttertier an das Kalb abgegeben wird. Die ist nämlich reich an diversen Wirkstoffen, die auch für unsere Gesundheit gesund sind, die natürlich im Grunde das Babytier erstmal quasi prägen und ihm gewisse Antikörper mitgeben, Botenstoffe mitgeben, Nährstoffe mitgeben und so weiter und so fort. Und man hat schon vor langer Zeit festgestellt, dass auch das für uns sehr gesund ist. Und jetzt unterscheidet man natürlich, ist es von der Kuh, ist es vom vom Rind nicht, weil das Rind ist ja das männliche, ist ja die männliche Kuh sozusagen, ist es von der Ziege, ist es vom Schaf, vom Kamel, was auch immer. Da können Sie alles Mögliche kriegen. Oft kriegen Sie es auch durchaus in Kapselform und können es halt in Kapselform zu sich nehmen, wenn Ihnen das lieber ist, als wenn Sie das als Milchform oder als Pulver zu sich nehmen. Und es wirkt letztendlich immunsystemstärkend und immunsystemregulierend, was ja beim Rheuma, was ja meist eine Autoimmungeschichte ist, das heißt, dass der Körper wendet sich gegen körpereigene Strukturen, genau das ist, was man eigentlich haben möchte. Wenn Sie Allergien haben, auch dann kann zum Beispiel das Kolostrum helfen. Ja, dann haben wir das kolloidale Silber. Auch dieses ist etwas, was bei Rheumatoide Arthritis helfen kann. Vor allen Dingen dann, wenn es eventuell als Ursache einen Infekt hat oder einen infektiösen Hintergrund. Weil das kolloidale Silber ist halt letztendlich etwas, das antibakteriell, antiviral und teilweise auch noch gegen Pilze, also antimykomäßig wirkt. Es macht im Körper interessanterweise nichts weiter, außer dass es die unerwünschten Erreger abtötet. Also ich habe bis jetzt noch keine Nebenwirkungen gehört, selbst Menschen, die das in hohen Dosen zu sich genommen haben. Man muss nur darauf achten, dass man echt kolloidales Silber hat. Wenn man einfach nur eine Silberlösung hat, was anderes ist, das entsteht nämlich irgendwann, wenn Sie einfach Ihr kolloidales Silber lang genug in der Sonne stehen lassen, zum Beispiel einfach lang genug rumstehen lassen, dann löst sich das langsam aus und Sie haben mehr oder weniger eine Mischung aus normalem Silber und Wasser. Wenn Sie das dann in hohen Dosen zu sich führen, dann können Sie tatsächlich eine sogenannte Silbervergiftung in sich hervorrufen, wenn Sie davon zu viel zu sich nehmen. Ansonsten scheidet das Ihr Körper normalerweise in Maßen wieder aus. Dann haben wir als nächstes ein Antioxidant, nämlich das Vitamin E. Ganz wichtig, auch wenn man schöne Haut behalten möchte, kann ich hier nur Vitamin E Ihnen wärmstens ans Herz legen. Allerdings sollten Sie das relativ hoch dosieren und ich persönlich würde ein natürliches Vitamin E nehmen. Es gibt künstliche, Vitamin E kann künstlich hergestellt werden. Interessanterweise gibt es eben verschiedene Strukturen, chemische Strukturen vom Vitamin E. Da gibt es drei verschiedene Grundstrukturen und im natürlichen Vitamin E sind alle in einer bestimmten Konzentration vorhanden, sodass der Körper es optimal aufnehmen kann. Künstliches Vitamin E hat oft nur eine einzige Form und wird dadurch oft nicht so gut aufgenommen. Naja, man ist sich nicht immer sicher, ob es nicht eventuell sogar dann schädlich ist für den Körper. Also da würde ich entweder über die Nahrung das zuführen oder halt natürliches Vitamin E. Ich versuche unten in den Anhängen, werden Sie feststellen, die ganzen Links zu den Bezugsquellen werde ich Ihnen mit angeben, sodass Sie wissen, wo Sie was herbekommen können. Sie können natürlich auch gerne suchen. Als Dosis wird hier angegeben eine relativ hohe Dosis, nämlich 1200 bis 1800 internationale Einheiten. Ich kenne Autoren, die sogar noch höher gehen und der Ansicht sind, dass erst ab einer bestimmten hohen Dosis überhaupt erst Effekte wirklich sichtbar werden.
Probieren Sie es aus. Vitamin E, wenn Sie es natürlich zuführen, sollte eigentlich keine Nebenwirkung machen. Nichts, was mir zumindest bekannt ist. Dann haben wir die Superoxiddismutase, SOD abgekürzt. Die wird meistens gerne in Kombination mit dem Vitamin E gegeben, weil das zusammen synergistisch, also sich verstärkend auf den Organismus und auf die Krankheit auswirkt. Dann haben wir noch die B-Vitamine, also hier allen voran B1, B2, B5, B6. B12 würde ich auch nicht vernachlässigen und Folsäure auch nicht. Hier hat es etwas, das der Körper braucht diese Vitamine zum Bilden von bestimmten körpereigenen Strukturen, für das Immunsystem, für die Regulierung, aber auch für die Psyche natürlich. Und auch da haben wir dann wieder eine Rückwirkung auf die Krankheit unter Umständen, weil wenn Sie gerade unter chronischen Schmerzen leiden, wird es Ihrer Psyche nicht gut gehen. Das heißt, erhöhter Stress, erhöhter Verbrauch an bestimmten B-Vitaminen. Und so greift das halt ineinander. Dann haben wir das Vitamin K. Da gibt es das K1, K2, das eben unter anderem auch für die Gerinnungswirkung des Blutes eben verantwortlich ist, sehr stark zu finden in jeglicher Art von Kohl. Dieses in Kombination mit dem Vitamin D, was ich Ihnen auch ans Herz lege, wirkt sehr stark auf das Immunsystem, und zwar Immunsystem regulieren. Man weiß also, Autoimmunerkrankungen können, oder andersrum sagen, Menschen mit Autoimmunerkrankungen haben oft stark verminderte Vitamin D3-Spiegel im Blut gemessen. Deswegen empfiehlt es sich, Vitamin D3 plus Vitamin K1, K2 hinzuzuführen, um einen optimalen Einbau des Vitamin Ds in den Organismus, in Ihren Körper zu erzielen. Dann haben wir natürlich noch das Vitamin C. Auch das sollte man nicht vernachlässigen. Die meisten von uns verbrauchen eher zu viel Vitamin C. Man hat das mal hochgerechnet. Wir Menschen sind ja die einzige Spezies, die kein Vitamin, oder eine der wenigen Spezies, die kein eigenes Vitamin C mehr produziert. Fast alle anderen nahen Verwandten, sprich Tiere, produzieren oft noch selbst Vitamin C. Und man hat das mal in Ziegen hochgerechnet, dass eine Ziege umgerechnet auf unser Körpergewicht ungefähr 5 bis 10 Gramm Vitamin C pro Tag roundabout produziert. Und da wir es ja nicht produzieren, war so der Gegenschluss, da Ziegen sehr krank werden, dass eigentlich wir das als Verbrauch haben, als Basis, was wir uns zuführen sollten. On top kommt dann natürlich eventuell noch das zu, was wir sonst verbraten, durch Medikamente, durch falsche Ernährung, durch zu wenig Schlaf, durch zu viel Stress, durch Rauchen und so weiter und so fort. Und da, von daher würde ich empfehlen, nehmen Sie Vitamin C zu sich. Ganz wichtig aus meiner Sicht, nehmen Sie natürliches Vitamin C, also aus Hagebutte zum Beispiel, Hagebuttenpulver, Camu Camu ist eine sehr Vitamin C-haltige Pflanze, Acerola-Kirschen als Pulver zum Beispiel kann man wunderbar einen Smoothie mit hineinmischen, wenn man das möchte. Wichtig nur, wenn Sie es mischen, bitte nicht erhitzen. Also es darf Raumtemperatur haben, aber es sollte auf keinen Fall über Handwärme hinausgehen, weil ab einer bestimmten Temperatur zerfällt das Vitamin C und ist völlig wirkungslos. Wenn Sie lieber künstliches Vitamin C nehmen, was Sie mal probieren können, fangen Sie bitte mit geringen Dosen an. Zu hochdosiertes Vitamin C führt gerne mal zu Durchfällen. Und dann kann es sein, dass Sie halt den ganzen Tag am Laufen sind und sich wundern, woher das herkommt vom Vitamin C. Dann haben wir noch das Vitamin A, eigentlich ein Klassiker, wenn es um Augengesundheit geht, aber auch bei Entzündungen jeglicher Art, Knorpelschutz etc. ist Vitamin A ganz wichtig. Natürlich können Sie das auch darüber lösen, dass Sie zum Beispiel viel Möhrensaft zu sich nehmen oder vergorenen Möhrensaft, weil da haben Sie auch relativ viel Vitamin A, dann bitte immer in Kombination mit irgendwelchen Ölen. So, dann haben wir zum Schluss noch drei Mineralien, die wichtig sind. Wir haben das Zink, wichtig für das Immunsystem. Wir haben das Selen, ebenfalls wichtig für das Immunsystem, für die Schilddrüse und für die gesamte Entgiftungsfunktion im Körper. Und das Magnesium, was halt irgendwie an zig hundert verschiedenen Enzymreaktionen mit beteiligt ist. Und ohne Enzyme, das heißt Stoffe, die eine andere Reaktion beschleunigen, würden wir gar nicht leben können. Würden wir nicht existieren, mit anderen Worten. Das heißt also, auch solche Stoffe, die sowas einfach nur dafür da sind, um diese Enzymreaktion zu fördern oder um Enzyme zu bilden, sind somit auch für uns lebensnotwendig. Und Magnesium haben auch hier die meisten eher ein Defizit. Sie können das
über Tabletten einnehmen, dann empfiehlt es sich, Magnesiumcitrat zu benutzen. Es hat eigentlich die beste Verfügbarkeit. Allerdings habe ich bis jetzt nur ganz wenig Mittel gefunden, die wirklich Magnesiumcitrat enthalten. Das kriegen Sie eigentlich eher als Pulver und können sich das dann zum Beispiel in Smoothie hineinmischen. Auch hier, Achtung, zu viel Magnesium eingenommen, führt zu Durchfällen. Also auch da bitte langsam mit der Dosierung anfangen. Sie können es aber auch, und dann führt es nicht zu Durchfällen, es äußerlich anwenden. Und da gibt es einen Trick, man nimmt sogenanntes Magnesiumöl. Und da kommen wir jetzt zu den äußerlichen Anwendungen. Magnesiumöl ist nichts anderes als eine gesättigte Lösung von Magnesiumchlorid in destilliertem oder generell in Wasser. Gesättigt heißt, sie tun bei Raumtemperatur so viel Magnesiumchlorid in das Wasser hinein, was sie haben, bis sich ein kleiner Bodenriss bildet und sich nichts mehr auflöst. Grob gesagt ist das die gesättigte Lösung. Wenn Sie zu viel drin haben, kann es allerdings auch sein, dass es Ihnen spontan auskristallisiert. Das wollen Sie natürlich an der Stelle nicht. So, grob geschätzt können Sie mal sagen, dass Sie auf einem halben Liter destilliertes Wasser ungefähr 500 bis 600 Gramm Magnesiumchlorid geben können. Und wenn Sie sich um Kosten Sorgen machen, Magnesiumchlorid kostet in einer Kilopackung irgendwas um die 8, 9 Euro, wenn Sie es bei Amazon kaufen. In der 5-Kilo-Packung liegen Sie bei 25 Euro. Und damit kommen Sie eine ganze Weile hin. So, jetzt können Sie das Ganze noch dadurch toppen, dass Sie das DMSO entweder vorher anwenden oder gleich mit dem Magnesiumchlorid mischen. Also ich persönlich würde zum Beispiel eine 50%ige DMSO-Lösung, 100 Milliliter davon und dann nochmal 100 Milliliter von dem Magnesiumöl dazugeben, sodass Sie insgesamt 200 Milliliter haben, halbe-halbe, und damit Stellen einreiben, die krampfen, die wehtun etc., weil es kann manchmal auch sowohl über das DMSO, aber auch über das Magnesium unter Umständen schmerzlindernd wirken. Eine andere Mischung, die Sie mit dem DMSO anstellen können, ist, Sie mischen das DMSO mit dem Prokain. Prokain ist etwas, was in der Naturheilkunde, früher war es erlaubt, heutzutage dürfen Heilpraktiker es nur noch sehr eingeschränkt benutzen. Es wurde gespritzt, und zwar in Form der Neuraltherapie an Nervenenden ran etc., um Blockaden zu lösen. Man konnte damit auch wunderbaren Namen unterspritzen. So, wenn man das Ganze aber nicht so schmerzhaft haben möchte, kann man einfach mal für sich versuchen, wie das bei einem so ankommt, indem man einfach auch hier wieder 100 Milliliter DMSO-Lösung, 50 oder 70%, ich würde ich vorschlagen, und 100 Milliliter Protein dazu geben. Sie kriegen 50 oder 100 Milliliter Fläschchen in der Apotheke zu kaufen. Schütten Sie einfach beides zusammen. Warten Sie einen Moment, weil DMSO vermischt mit Wasser führt immer erstmal zu einer kleinen Wärmereaktion. Also keine Sorge, es kocht Ihnen nicht über. Da brutzelt Ihnen nichts weg, aber Sie sollten trotzdem vorsichtig sein. Es wird so handwarm, ein bisschen wärmer als handwarm. Das dauert dann so ein, zwei Minuten, dann kühlt sich das Ganze wieder ab. Nur, dass Sie Bescheid wissen, sich da nicht wundern. Und bitte vorsichtig bei der ganzen Geschichte. DMSO ist zwar jetzt nicht so eine Risikochemikalie, aber nichtsdestotrotz sollte man hier Vorsicht walten lassen. Alleine deswegen, weil DMSO quasi ein Träger ist oder ein Türöffner ist für andere Substanzen. Das heißt, wenn Sie unsauber arbeiten, irgendwie den Küchentisch frisch gewischt haben, an ihren Händen noch irgendwie Farbstoffe haben und dann sich vorher schön mit DMSO einschmieren, können Sie davon ausgehen, dass die Farbstoffe natürlich genauso gut durch die Haut dann in den Körper gelangen, wo sie ja nicht hin sollen, als zum Beispiel das Magnesium. Also da bitte Vorsicht walten lassen. Und dann bei Magnesium haben wir übrigens noch als weiteren Kandidaten, wenn Sie gerne baden zum Beispiel, können Sie auch gut Magnesiumsulfat nehmen. Auch das wird sehr schön über die Haut aufgenommen. Und beim Sulfat, das Sulfat deutet es an, haben wir wieder den Schwefel mit drin. Das heißt, hier haben wir Magnesium und Schwefel zusammen. Diese Verbindung geht im Englischen durch unter Epsom Salt, falls Sie da mal nachgoogeln wollen. Und als letztes, wobei, ich hatte das vorhin kurz erwähnt, haben wir noch die Beinwellsalbe. Der Klassiker, das klassische Präparat hierfür ist die Kittersalbe, die man nehmen kann. Was Sie auch noch nehmen können, sind chili-haltige Salben, wobei ich da leider gestehen muss, ich bis jetzt noch keine gefunden habe, die ich hier empfehlen kann. Vielleicht tun es Rheumasalben, die meisten Chili enthalten, weil Chili wirkt eben auch entzündungshemmend, sowohl von innen eingenommen als Kapseln oder eben äußerlich aufgetragen.
Und natürlich können Sie, bevor Sie es auftragen, wenn Sie den Effekt noch verstärken wollen, vorher dem das Ohr einreiben, aber dann vorsichtig. Überlegen Sie sich mal, wie das ankommt, wenn Sie eine Chilisalbe so schon drauf tun, wie das eventuell danach anfängt zu brennen. Und jetzt überlegen Sie, packen vorher dem das Ohr drauf. Ich könnte mir vorstellen, das Brennen wird nochmal einen ganzen Schritt intensiver für Sie werden. Also, wenn Sie es machen, bitte ganz, ganz vorsichtig auf einer ganz kleinen Stelle ausbrechen, damit Sie nachher nicht vor Schmerzen womöglich in die Notaufnahme müssen oder was auch immer, weil es einfach so doll wehtut. Also da bitte, bitte vorsichtig walten, Vorsicht walten lassen. Ja, es tut mir leid, das Video ist ein bisschen länger geworden, aber das können Sie sicherlich verstehen, denn die Anzahl der Tipps sind natürlich auch länger geworden. Ich hoffe, die Inhalte waren für Sie interessant. Ich hoffe, das eine oder andere können Sie für sich anwenden oder versuchen es zumindest mal, bevor Sie sich allzu sehr mit irgendwelchen chemischen Keulen zudröhnen. Natürlich freue ich mich, wenn Sie auch mal meinen Blog besuchen. Ansonsten denken Sie bitte dran, unterhalb des Videos gibt es einen ganzen langen Textabsatz, wo Sie Links zu den von mir aufgeführten Empfehlungen finden, zumindest soweit ich dafür Links habe, also Stellen habe, wo ich das herbekomme. Bei dem einen oder anderen Mittel weiß ich schlichtweg auch noch nicht oder habe noch keine zuverlässige Quelle gefunden. Wenn Sie da dann was finden, können Sie mir gerne mal eine E-Mail schreiben oder mir im Kommentar den Link hinterlassen. Ja, letzte abschließende Frage an Sie noch. Gibt es etwas, was Sie am Video gestört hat oder generell an meinen Videos, wenn Sie schon vielleicht das eine oder andere gesehen haben? Wenn ja, dann bitte ich um eine Rückmeldung. Ich bemühe mich, das Ganze zu verbessern. Und das Zweite ist natürlich die Frage, was würde Sie noch interessieren an Videos, an Themen, worüber Sie gerne mal ein Video sehen würden oder hören würden. Ja, das war's. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und tschüss.